Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Sie reden von Chemnitz. Anscheinend hat es aber in Chemnitz gar keine Hetzjagd gegeben. Der Bundespräsident empfiehlt ein Konzert gegen Rechts, wir hatten eben schon eben ein paar Zitate hören dürfen, auf dem ganz offen und massiv in unserer Gesellschaft gehetzt wird. Ihr Lieblingswort, Hetze. Ein furchtbares Wort, Frau Eimer. Hört doch mal zu. Ich freue mich, Sie als grüne Frau noch mal besonders anzusprechen, wenn nämlich Sachen gesagt werden auf diesem Konzert, Frau Eimers. Ich zitiere mit Erlaubnis von Frau Eimers und der Präsidentin. Eva Herrmann sieht mich, denkt sich, was ein Deutscher. Und ich gebe ihr von hinten wie ein Staffelläufer. Und ich fixe sie grün und blau wie mein kunterbuntes Haus. Ist das das Zitat, was Sie hören wollen? Ist das das Konzert gegen Hass? Hass erfüllte Parolen auf diesem Konzert präsidial empfohlen. Und Sie finden das auch noch gut. Was sagen Sie zu sowas? Dann bleiben Sie besser mal still an dem Punkt. Vor allem, das ist lustig, ne? Kunstfreiheit. Warum gaben all diese Musikgruppen kein Konzert für sexuelle Selbstbestimmung nach der Kölner Silvesternacht? Wo war denn die Zivilgesellschaft? Wo waren Sie da? Oder waren es einfach die falschen Opfer, deutsche Opfer, die falschen Opfer? Wohl schon in Ihren Augen. Die politische Linke in der Bundesrepublik befindet sich mental in Deutschland des Jahres 1932. Aber, ich verrate Ihnen, Hitler ist tot. Nicht die Demokratie muss Angst vor uns haben, Sie müssen Angst vor uns haben.